Hallo und herzlich willkommen zur Folge 209 von Let's Play Minecraft Season 5. Und wir sind hier in Lebenwithin und wir machen fröhlich weiter. Haben hier eine Kiste. Haben hier ganz viele Kisten? Weiß gar nicht, das habe ich gar nicht auf Aufnahme. Wir haben nämlich offscreen in einen Livestream und ich nochmal selber offscreen ein bisschen was geschafft. Mir den Weg weitergeführt. Hier den Weg weitergeführt. Der Weg war zum Teil schon da. Hier unten kommt die Zuckerrohrplantage hin. Müssen wir mal gucken, wie wir hier den ganzen Sand ran scheffeln, den wir noch haben. Und das mit Sand auskleiden. Oder ob wir das auf Gras lassen. Weil Erde haben wir genug. Guten Tag, Hase. Müssen wir irgendwie noch die Kisten dort weg. Und hier oben kommen noch Häuser hin. Das muss auch noch mit Erde aufgescheffelt werden. Also das kommt schon ein bisschen was zusammen. Hier kommt noch ein Weg nach unten. So, und hier habe ich jetzt einen kleinen Wegweiser hingemacht. So. Lebetin-Zentrum geht es da, geht zum Osthang. Und hier geht es zum Leuchthaus. So. Das ist jetzt neu entstanden hier. Die Straße. Da haben wir hier noch ein bisschen was drinnen. Ja, haben wir. Da haben wir auch noch ein bisschen Sand. Ich nehme mal gleich mal das Bett hier mit. Ja, meine lieben Freunde, hier wird es dann auch wahrscheinlich in den nächsten Folgen weitergehen. Erstmal, ich möchte erstmal den Weg ringsrum fertig haben. Und ja, wir haben eine neue Playlist. Und da muss ich mal ein bisschen die Musik leiser machen, weil manche Lieder sind extrem laut. Genau, hier geht's wieder rein in die Stadt. Das war sozusagen ein Lava. Fluss. Das war hier sozusagen da. Zoom. Als Ortseingang. Da geht es dann hier dann weiter. Ist mal kurz außerhalb des Ortes. Da geht es dann hier weiter. Mal so eine kleine Spielerei. Kann man ja mal machen. Hier ist dann der Hafen. Hab ich doch. Ja. Das ist die Elobersee. Auf der Karte zeigen. Ja, Elobersee. So, hier muss ich dann noch Kies einfügen. Und ich muss hier mal wirklich mal das Gebiet claimen. Nicht, dass hier irgendjemand auf die Laune kommt, das mal abzubauen. Essen haben wir gerade nicht im Inventar. Jetzt holen wir uns gleich. So, dann habe ich hier schon mal eine Abzweigung gemacht. Da geht es dann hier runter. Wer nicht weiß, wie das Lied heißt, ist von Kevin Miload. Das heißt Chillin' Heart. Ich habe mir mal ein paar neue Lieder von ihm runtergeladen, die gerade aktuell sind. So, und da habe ich hier den Bahntunnel. Den habe ich so gestaltet. Weiß gerade gar nicht, ob man das so. Ob das so machbar ist. Kann man auf jeden Fall machen. Da habe ich hier mit Dreck platziert, hier, wo der Weg mal lang gehen soll. Ihr seht das so ungefähr auf der Karte. Wir sind jetzt schon. Bisschen weiter weg von unserem Berg. Hier ist noch Eisen. Das habe ich so gefunden. Können wir gleich mal abbauen. Und hinten seht ihr schon wieder eine große Fichte. Und hier ist auch abgebaut. Mensch, ein Deutsch heute. Hier ist irgendwo noch. Da oben. Aber dieses Holz kann ich leider nicht essen. Und dann geht das ja hoch. Dort hinten schließt es dann den Weg an. Ja, das heißt nicht umsonst Chilling Heart, ne? So. Blub. Und hier bin ich auch gerade dabei, das ein bisschen zu begradigen. Alles Offscreen-Projekte.
Aber wenn ihr das gerne wollt, dort hinten ist das Wettin-Denkmal. Da. Wenn ihr das wollt, dass ich das Offscreen auch aufnehme, da habt ihr es ja schon gestern in den Uploadplan gesehen, dass ich da etwas mehr Minecraft und Trainfever mache. Da müsst ihr aber auch darauf gefasst sein, dass ich mehr Minecraft als Trainfever bringe. Aber Trainfever bleibt trotzdem 5-mal pro Woche. Oder 6-mal pro Woche. Den Plan da neben mir. 1, 2, 3, 4. Viermal. Minecraft 5-mal. Oder? 1, 2, 3, 4. Ne, auch 4-mal. 4 zu 4 steht's da. Ich kann gerade nicht schnell laufen. Das ist mein Problem, weil ich habe ein leeres Inventar. Oh, Chest Trademo heißt dieses Lied. Hier unten ist auf jeden Fall in unserer kleinen Villa. Ist auf jeden Fall noch was zu essen. Ich habe eine gute Idee, wir bauen jetzt die Papierfabrik. Ist auch ein schönes Örtchen. Wir haben auf jeden Fall noch Wolle. Ach, hier sind die Schallplatten, die habe ich gesucht. Hier ist Sand. Ja. Oh. Mir soll noch einmal jemand sagen, wir haben kein Eichenholz. Hier ist das Eichenholz. Hier ist noch Gold im Ofen. Eisen. Hat mir mal der Höhlentor gemacht? Der Höhlentor. Sonst ist hier nichts. Also geht's noch nach oben. Und hier ist ein Bett. Logischerweise. So. Drüben entsteht das Rathaus. Unten sind aber noch Obst und Gemüse. Auf dem Feld. Da gucke ich mal, ob ich da was zu essen bekomme. Also langsam habe ich wirklich Hunger. Nam 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 nam. Gibt's halt mal Karotten. Haben sie sogar voll bekommen, unser Hunger. Sehr gut. Okay, was brauchen wir denn da dazu? Auf jeden Fall Sand und Sandstein. Das kommt hier hin. Wo ich gerade stehe. Hier kommt das hin. Ich muss mir da auch noch mal Gedanken drüber machen. Auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen Sand wegnehmen. Aber ich weiß nicht wie viel. Auf jeden Fall wird der Keller hier ausgehoben werden. Das heißt, wenn wir hier zwei Platz lassen, würde ich hier anfangen. Ja. Hier so den Sand abzutragen. Oh, oh, oh. Aber da kommt wieder viel Sand auf uns zu. Das ist auch wieder gut. Das können wir dann weiterverarbeiten. In Sandstein. Und in gemeißelten Sandstein. Und in glatten Sandstein. Und. Haben wir den Fackeln jetzt aufgesammelt. Da können wir auch den Fackeltrick machen.
Müssen wir unten ein bisschen begradigen, upsala. Ja, ist eigentlich auf der Ebene, ne? Auf der Ebene ist das ja. So. Nächste Welt muss nicht machen. So, so. Und so. Bis wohin soll das gleich nochmal gehen? Das hat man ja weggemacht, ne? Zwei weit nur Platz lassen. Okay. Na, lassen wir es einfach so. Ich gehe dann einfach hier so lang. Aber auch hier gucken, wie weit wir gehen. Oder wir machen das einfach von oben. Gerade laufen wir den Wahlen. Und die Bauaufgabe müsste ja schon draußen sein. Bin ich mal gespannt, wie die wird. Was wir da überhaupt bauen. Vielleicht wird es da auch ein Sandgebilde, bin ich mir zu 100%ig sicher. Also 100%ig nicht, weil ich ja nicht weiß, was es wird. Aber es könnte wirklich zu 90% etwas aus Sand werden. Irgend so eine. Keine Ahnung. Ein Haus aus Sand oder ein Tempel. Ein Sandtempel. Ein Tempel aus Sand in der Wüste. Ein Wüstentempel. Eine eigene Erschaffung des Wüstentempels. Das ist bestimmt machbar. Jetzt tun wir unser Bett hier hin. Schlafen. Ja. Könnte ruhig so sein, weil Zeron hat ja schon sehr, sehr weit, also nicht weit, sondern arbeitet sehr tüchtig an diesem Vorhaben, dass er uns bald die Bauaufgabe gibt und am heutigen Sonntag, weiß ich es gerade noch nicht, zu diesem Zeitpunkt, nämlich gerade 16:30 und ich habe noch die heutige Folge noch nicht angeschaut. Gestern hatte ich auch noch keine Zeit, die Folge anzuschauen. Bin also zurzeit ein bisschen nach. Also ich hänge nach im Plan. Es muss heute Abend aber dringend nachgeholt werden. Und zwar noch bevor die E3 Livestreams anfangen. Heute ist nämlich auch der Startzeitpunkt der E3. Also der E3 in Los Angeles, die große Spielemesse, wo ganz viele neue Spiele angekündigt werden und diese Spiele ganz kurz so. So ist ein bisschen angenehmer auf die Ohren und ich hoffe, das ist jetzt. Ich muss nach der Aufnahme mal ganz kurz schauen, was vor Musik, weil die hat jetzt gerade ein bisschen auf die Ohren gedröhnt, so richtig. Und das möchte man jetzt auch nicht so haben, dass sie auf die Ohren dröhnt, beziehungsweise, dass sie zu laut ist und meine Stimme übertönt. Ja, die E3-Dreams, die fangen heute am Sonntag an, abends.
Und da werde ich mir wahrscheinlich ein bisschen was anschauen und zwischendurch immer mal ein paar Videos hochladen. Vielleicht kommen ein paar Kickstarter, wo ich da auch mal ein kleines Infovideo zu mache und die dann auch mal im späteren Zeitpunkt dann bei uns auf dem Channel laufen. Sind auch immer mal ein paar kleinere Entwickler da. Und ich muss mir da auch auf jeden Fall einen Wecker stellen, weil um 3 muss ich dann mal aufstehen, höchstwahrscheinlich. Und ich stehe deshalb am Montag, also heutige Folge, wenn ihr das heute um 12 kommt die Folge raus am Montag. Und heute früh bin ich aufgestanden um 3. Und wenn ihr wissen wollt, warum, da ist nämlich die PK von Sony, also die Pressekonferenz, die Sony PK auch genannt, die fängt um 3 frühs an. Ja, weil wegen Zeitverzögerung, wir wissen, die E3 ist in Los Angeles. Letztes Jahr hatten wir ja da Unterstützung von unserem Freund, dem Alfredo, aber dieses Jahr leider nicht. Er hatte letztes Jahr auch schlechte Erfahrungen mitgemacht. Wir hatten da ja eigentlich Bildmaterial. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Wir hatten da Bildmaterial, aber ihm wurde die Kamera weggenommen. Er hat da wahrscheinlich. Hat es mir erzählt, er hat eine Statue fotografiert und da stand kein Schild weit und breit, dass man das nicht darf. Also diese Statue genau zu fotografieren, dass das verboten ist, das stand nirgends. Und da wurde ihm einfach mal gesagt, dass er mal mit ins Büro kommen soll. Und dann wurde ihr dort die Kamera weggenommen, also abgenommen. Hat sie natürlich auch abgegeben. Und er konnte dann ungefähr so 40, 50 Minuten später, so circa, die Kamera wiederbekommen, aber da war der Film nicht mehr drin. Aber die haben den höchstwahrscheinlich ausgewertet und das, was ihnen nicht gefallen hat, beziehungsweise wenn was Illegales drauf war, haben sie den Film eben einbezogen behalten. Was natürlich ein bisschen dämlich ist, weil da auch private Sachen drauf waren. Aber. Das ist die USA. Denen ist sowas scheißegal. Ja, bei mir draußen, da braut sich auch gerade wieder was zusammen. Es schaut sehr, sehr düster aus. Es ist ja gerade 16:30 Uhr abends. Und gerade wird es auch wärmer. Wir haben halt die höchste Temperatur jetzt erreicht von 19,8 Grad. Ist nicht sehr warm, aber es reicht für diese Verhältnisse. Es regnet immer mal. Dieser Regen, der ist teilweise auch sehr stark. Beziehungsweise ist es einfach nur Landregen. Ne? Schöner Landregen. Und den brauchen wir. Also zumindest in Sachsen brauchen die Böden mal wieder Wasser. Die sind gerade zu trocken. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Manche Regionen, da regnet es einfach zu viel, wie die Hochwasser im Süden von Deutschland. Und bei uns hier, wir sind die, ich muss ehrlich zugeben, wir hier in Sachsen, zumindest in den Standpunkt, wo ich bin, ungefähr so 30 Kilometer in alle Richtungen. Wir haben von diesen ganzen Gewittern, die im Westen und Südwesten und im Norden waren, es können auch welche im Osten gewesen sein. Bei uns hat es an den Tagen nie wirklich geregnet oder gewittert. Wenn, da war es auch nur kurz. Und das ist dann nie wirklich in den Boden eingesunken, sondern wie so verdampft, weil der Boden einfach zu warm ist und zu trocken. Wir brauchen dringend Regen. Und da bietet sich der Montag und der Dienstag, also heute und morgen, ideal dafür an, weil das soll so ununterbrochen regnen. Das glaubt ihr kaum. Ununterbrochen soll es da regnen. Ganz den Tag. Ja, habe ich schon mal was abgetragen. Verewigen von Kiten.
Oh ja, hier habe ich schon mal was abgetragen. Hier ist eine Höhle. War ich, glaube ich, auch schon drin. Und ich sehe gerade, wir haben die 20 Minuten erreicht. Dann verabschiede ich mich. Bis morgen, 12 Uhr. Ich erwarte euch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und sagt damit Tschüss, ciao, euer Zedig SSTV. Ciao, ciao.